Jetzt mal ein ganz spontanes Video wieder. Es sieht nach wenig aus, ne? Ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich sagen, so relativ schlank zu sein mittlerweile. Man vermutet gar nicht mehr, dass diese Brust 120 Kilo drücken kann. Und wahrscheinlich kann ich das momentan auch nicht, während des Fastens zumindest nicht. Da ist die Leistung auf jeden Fall immer ein bisschen geringer und momentan ist mir das Gewichtstraining auch nicht so wichtig. Also ich mache halt die ganzen Grundübungen und so weiter und körpereigene Übungen, um nicht unnötig abzubauen. Aber ich trainiere jetzt nicht, also ich versuche jetzt keine persönlichen Rekorde momentan zu machen oder so weiter. Und das werde ich auch die nächsten Monate, vielleicht auch noch ein, zwei Jahre, nicht versuchen. Weil momentan halt wirklich mein Ziel ist, die Entgiftung und an gewisse Grenzen zu gehen oder an die Grenzen des Körpers zu gehen, weil es nach Arnold Erre zum Beispiel wichtig war, an die Grenzen zu gehen, um den Körper aus der Reserve zu locken und dann sozusagen alles, was der Körper zu heilen hat, dafür dann Kapazitäten aufbringen zu können, dann auch wirklich zu heilen. Und dafür muss der Körper erstmal sozusagen an die Grenzen gebracht werden. Und wenn man das zum Beispiel auf langsamen Weg machen würde, also der sanfte Weg wäre zum Beispiel Frutaria, da kommt man auch irgendwann an die Grenzen nach, weiß ich nicht, vielleicht ein Jahr oder so. Und da habe ich auch dann von Genesis Sunfire gelesen. Ja, das ist so eine Persönlichkeit, der halt, ich glaube, 10 Jahre Frutaria gemacht hat, und danach 6 Jahre nur sich von Orangensaft ernährt hat. Da kann ich euch was verlinken, wenn ihr wollt. Und er hat auch irgendwann berichtet, dass er halt wirklich sehr dürr und kränklich aussah und sich auch so fühlte. Und natürlich auch dann von dem ganzen sozialen Umfeld und so weiter. Wie ich das auch manchmal hier schon zu hören kriege, du machst dich kaputt und so weiter. Dass das natürlich auch zu hören gekriegt hat, ist ja logisch, wenn man so aussieht, dann ruft das halt diese Reaktion hervor, weil die Menschen halt die Vorstellung haben, ist halt so. Habe ich auch keine Probleme mit, wenn ich die Reaktion kriege. Das sehe ich mittlerweile ganz entspannt. Der hat halt auch berichtet, dass er danach dann halt trotzdem wieder aufgebaut hat, obwohl halt nichts an seiner Ernährung verändert hat, und das berichten halt viele. Der Körper geht halt erstmal an die Grenzen, dann heilt er und dann baut er wieder auf. Und davor haben viele, die eigentlich in die Richtung gehen wollen, auch die meiste Angst vor, weil die halt genau fühlen, dass sie irgendwann halt auch so kränklich aussehen werden, total dürr sind und das dann einfach nicht aushalten, diesen so sozialen Druck, weil die Menschen halt wirklich auch teilweise davon überzeugt sind, dass dieser Mensch irgendwie kränklich ist, dass er nicht halt nur so aussieht. Aber die Sache ist halt, solange es dem Menschen gut geht dabei und keine Gefahr erkennlich ist oder erkennbar ist, dass es halt irgendwie lebensgefährlich werden würde, dann ist es eigentlich dem Menschen selber komplett alleine überlassen, das zu machen, was er für richtig hält. Und sehe da auch keine Probleme drin, solange das ist. Und ja, das ist jetzt ein spontanes Video, wie gesagt. Jetzt rede ich mal weiter über mein konkretes Saftfasten. Also es geht mir momentan wirklich relativ gut. Die Haut hat sich auch wieder ein bisschen verbessert von der vorherigen Phase, wo ich halt noch ein bisschen gekochtes wieder drin hatte und danach viel Rohkost gegessen hatte. Ich hatte zum Beispiel zwischendurch auch wieder Datteln bestellt und konnte mich da nicht zurückhalten. Deswegen werde ich jetzt wirklich komplett sein lassen, Datteln zu bestellen. Ich werde auch komplett sein lassen, Avocados zu bestellen. Hatte ich jetzt auch ausprobiert. Also ich habe da wieder, ich springe jetzt wieder ein bisschen. Ich habe da wieder auf ein paar Menschen gehört. Es ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Aber ich bin relativ leicht beeinflussbar, muss ich sagen. Und denke immer so ein bisschen, ja, vielleicht ist die Meinung der anderen ja doch richtig, obwohl die gegen meine persönliche Intuition geht. Und das denke ich mittlerweile falsch, ich denke, dass die persönliche Intuition meistens richtig liegt. Die kann natürlich auch verschleiert werden, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls geht es darum, dass ich ja, auf die Meinung gehört habe, dass man sich ja alles gönnen dürfe und so weiter, oder dass er nicht komplett so hart sein müsse oder man nicht komplett so krasse Disziplin brauchen müsse,
Das ist, glaube ich, diese New Age Bewegung oder kommt von dieser New Age Bewegung, vermute ich zumindest. Und mit der stimme ich momentan wirklich eigentlich nicht mehr überein, beziehungsweise ich habe auch noch nie was über diese Bewegung gelesen oder so. Ich höre eigentlich nur von Kritikern immer was über die New Age Bewegung, nicht aus erster Hand selber so. Aber ich vermute, dass das daher kommt und ich habe halt für mich gemerkt, dass wenn ich, sobald ich mir irgendwas gönne oder und so weiter, sich dann dass mein Fokus komplett abbricht dadurch und ich dann gar nicht mehr weiterkomme. Deswegen muss ich das komplett durchziehen, dass ich beim Saftfasten zum Beispiel komplett Säfte trinke, dass ich bei Rohkost komplett Rohkost mache, zumindest zu 98%. Also 98% ist für mich, sagen wir mal, schon komplett. 100% wäre natürlich noch besser. Ja, dass man nicht sagt, ja, Kartoffeln oder so weiter könntest du ja gönnen, wenn du zu sehr nach verlangst oder irgend sowas. Aber ich habe halt gemerkt, dass das Verlangen halt irgendwann weggeht, wenn man dem nicht nachgibt. Und so ist das halt mit den Avocados gekommen, deswegen kam hier jetzt auf das Thema. Es ist wie gesagt ein spontanes Video, das finde ich auch mal wichtig, so zu machen, dass man die Gedanken mal fließen lässt einfach und nicht so strukturiert, einfach nur ordnet, was ich in den letzten Videos jetzt wieder öfter gemacht habe. Versucht habe. Ich hatte mir dann etliche Avocados geholt, um bei der Rohkost sich dann dennoch was zu gönnen, habe aber gemerkt, es bringt mir persönlich eigentlich nichts, außer dass ich kurzfristig halt befriedigt bin oder geerdet bin. Und es macht es eigentlich nur für den Augenblick sanfter, aber auf lange Sicht gesehen ist es für mich eigentlich nicht zuträglich, habe ich es gemerkt. Deswegen ist das auch nicht schlimm, dass ich mal auf die Meinung gehört habe. Ich habe es halt für mich ausprobiert. Aber wo meine Intuition halt eigentlich schon wusste, dass es nichts für mich ist. Ja, und deswegen werde ich jetzt weiterhin wieder den disziplinierten Weg gehen, weil ich auch mir ziemlich sicher bin. Man könnte eigentlich schon sagen, dass ich weiß, dass sich das auszahlt irgendwann, auch wenn das halt jahrelang dauert. Also ein Genesis Sunfire zum Beispiel hat 15 Jahre gebraucht, um sich komplett zu reinigen. Ich denke, mit gewissen Methoden wie Wasserfasten geht das schneller. Er hat ein 6-jähriges Saftfasten durchgeführt. Nur mit Orangensaft braucht man jetzt nicht glauben oder so, aber für die Leute, die, ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann eigentlich nur sagen, was meine Meinung ist und ich will halt niemandem das glaubhaft machen. Ich will auch niemanden irgendwie in Anführungszeichen verführen oder dahin dringen, das auch zu machen oder das nachzumachen und so weiter. Sondern halt gewisse Eindrücke liefern. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach wichtig, diese Seite auch mal zumindest anzusprechen. Man kann das natürlich gerne kritisch sehen und so weiter. Aber ich halte nichts davon, komplett diese Richtung zu negieren, nur weil man irgendwie Angst hat davor, dass dann andere Leute sich irgendwie dadurch angereizt fühlen, sich kaputt zu machen, indem die irgendwie zu wenig essen und so weiter. Also ganz kurz dazu, ich halte es auch für sehr wichtig, genug zu essen, sich nicht wie heißt es, zu restriktieren. Das halte ich für ganz wichtig wenn man sich halt in einer normalen Ernährungsphase befindet, zum Beispiel in einer Rohkostphase oder einer High-Raw-Phase, Raw-to-4 zum Beispiel, dass man da halt wirklich genug isst, sich satt isst und so weiter, das halte ich für wichtig. Wenn man fastet, ist das eine andere Geschichte. Da versucht man den Körper halt bewusst in die Reserven zu locken und die Reserven zu verbrauchen. Das kann man natürlich auf lange Sicht auch machen, indem man halt jahrelang sich High Raw ernährt oder Frutaria oder Rohkost. Frutaria nach Genesis Sunfire ist gar nicht nur Früchte oder nur süße Früchte, sondern es ist halt keine Rohkost unbedingt, aber auch nicht unbedingt nur süße Früchte, sondern für ihn ist es alle Arten von Früchte, aber auch Blattgemüse. Das heißt keine verarbeitete Rohkost, keine Öle, keine Salze und so weiter. Und damit kann ich mich auch, oder konnte ich mich auch schon immer viel mehr identifizieren als mit Rohkost, Gourmet-Rohkost und so weiter. Gourmet-Rohkost halte ich für sinnvoll als Übergang und so weiter. Genau wie die von mir beschriebene und von Arnold Ehret beschriebene Übergangskost. Aber dieses nach Genesis Sunfire definierte Frutaria halte ich für etwas Langfristiges, Sinnvolles. Wobei mit mir halt
dieses nur Süßfrüchte noch mehr resoniert, weil es auch eine noch reinere, in Anführungszeichen, reinere Ernährungsform ist. Ist wie gesagt immer noch Ziel, aber ich mache mich jetzt nicht komplett kirre, das möglichst schnell alles zu erreichen. Also das mache ich nicht mehr, zumindest. Wie gesagt, das ist ein sehr freier Vlog gerade oder freies Video. Gewisse Einzelaspekte, was ich hier besprochen habe, werde ich mir vielleicht nochmal raussuchen und in einem separaten Video auf jeden Fall ansprechen. Das mit den Kalorien oder mit dem Restriktieren zum Beispiel. Also das halte ich für wichtig, das nicht zu tun, dass man halt genug isst, weil der Körper kann da wirklich die ganze Zeit in einem Zustand sein, wo man halt nicht seine Energie aufwenden kann. Ich halte es für sinnvoller, dann einzelne Fastenkuren oder Fastenphasen zu machen, und ich empfehle da immer ein Saftfasten erstmal, besonders wenn man noch nie gefastet hat und auch kein Coach oder sowas hat, keine Erfahrung damit hat, und auf jeden Fall ein Saftfasten machen. Wasserfasten erst deutlich später, würde ich sagen. Ja, um da den Körper aus den Reserven zu locken und danach auch wieder Phasen machen, wo man genug isst, allein auch schon, um glücklich zu sein. Darum geht es da eigentlich auch. Man muss das Ganze halt nicht möglichst schnell irgendwie durchziehen und so weiter. Man sollte die Fahrt sozusagen genießen. Das ist eigentlich schon auch so der Hauptgrund, warum man genug essen sollte, meiner Meinung nach. Einfach schon aus dem Grund. Das finde ich ziemlich wichtig. Und man wird halt nach einem Saftfasten zum Beispiel sowieso deutlich merken, dass der Hunger an sich abnimmt. Das heißt, das finde ich viel sinnvoller, dass man sich halt nicht restriktiert in der normalen Ernährungsphase, sondern dass man einfach halt Techniken anwendet, wie ein Saftfasten zum Beispiel, dass der Hunger automatisch weniger wird. Und zwar das Hungergefühl, was ich auch schon mal gesagt hatte, und nicht nur einfach der Effekt, dass der Magen da sich verkleinert durch das Saftfasten. Das heißt, man ist nach weniger Essen schon satt, sondern man hat schon weniger Hungergefühl, weniger Gelüst in Anführungszeichen, weniger Bedürfnis, etwas zu essen. Nicht während des Essens, jetzt bin ich schon nach drei Äpfeln satt, das kann natürlich auch sein, aber man hat schon weniger Bedürfnis, weniger Drive, weniger Drang, so viel überhaupt erst zu essen, ist damit dann wirklich zufrieden auch mit dem weniger Essen. Nach so einer Kur, die den Darm effizienter macht und den Darm reinigt. Und das halte ich für einen sinnvollen Weg, dass man halt die Fahrt genießt und einfach nur das richtige Wissen anwendet und ab und zu dann halt solche Fastenkuren macht. Es geht halt nicht darum, sich selber kaputt zu machen. Das wäre meiner Meinung nach halt auch eine Essstörung oder allgemeine Störung an sich, was auch vielleicht auch von einer Borderline-Persönlichkeit kommt oder halt einer Persönlichkeit, die dazu neigt, was eigentlich viele Menschen haben, eine Persönlichkeit, die dazu neigt, sich selber kaputt zu machen, sich selber zu stark zu kritisieren, sich selber zu stark ins Feuer zu nehmen, und das befürworte ich gar nicht. Muss ich sagen, darum geht es gar nicht. Es geht wirklich darum, Spaß dabei zu haben und nicht um das möglichst schnell zu machen. Darum geht es vielleicht einigen Personen, und wenn die damit gut klarkommen, so eine Person würde ich mich bezeichnen, dann ist das okay in meinen Augen. Weil ich da jetzt auch nichts für mich selber erkennen kann, dass es irgendwann, ja, dass ich irgendwie zu weit gehe. Da habe ich schon eine ganz gute Intuition entwickelt und auch ein ganz gutes Selbstbewusstsein, sag ich mal, in dem Sinn, im wirklichen Sinne Selbstbewusstsein, dass ich mir selber bewusst bin, wo meine Grenzen sind, dass ich da halt wirklich vorher schon stoppe, dass ich es nicht mehr nötig habe, jetzt komplett maximal alles rauszugeben, weil ich halt die Geduld habe und genau weiß, dass ich auch so zum Ziel kommen werde. Auch wenn ich das trotzdem immer noch wahrscheinlich schneller mache als viele andere, aber es geht halt wirklich darum, den Weg zu genießen und einfach nur das richtige Wissen zu haben, beziehungsweise auszuprobieren und dann anzuwenden und ja, sich dann daran zu erfreuen, dass es halt auch wirklich funktioniert. Darum geht es meiner Meinung nach. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich will das Video auch nicht zu lang machen. Ich mache ja Orangensaftfasten momentan, und ich habe gemerkt, dass man fühlt sich so wenig zu, dass ich da eigentlich fast gar keinen Unterschied mehr zum Wasserfasten bemerke, weil man halt auch keine großartigen Mineralien zuführt durch Gemüsesäfte oder Gemüsebrühen und so weiter. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt 300 Kalorien Orangensaft trinke,
Das macht für mich auch keinen Unterschied, als wenn ich, also vom Wohlbefinden macht das für mich keinen Unterschied, als wenn ich jetzt deutlich mehr auch Orangensaft trinke. Also es verändert sich für mich nichts mehr. Dadurch fühle ich mich nicht irgendwie besser oder ausgeglichen oder so weiter. Das fühle ich mich nur durch Mineralien. Und deswegen kann ich ja eigentlich auch komplett direkt einen Saft, ein Wasserfasten machen, weil ich ja wirklich halt zwischen bei den 300 Kalorien keinen Unterschied mehr von der Wirkung her bemerke, und damit verschwende ich in Anführungszeichen sozusagen nur wertvolle Orangen. Und nur Orangen bringt halt auch nichts, weil wenn ich mehr Orangensaft trinke, bringt mir das auch nichts für mein Wohlbefinden und auch nichts um die Entgiftung sozusagen abzumildern, um mehr Sport zu machen und durch den Sport wiederum dann insgesamt effektiver zu entgiften als durch das Wasserfasten. Das heißt, dieses Monofasten hat mir momentan nichts gebracht. Jetzt diese paar Tage, die ich das gemacht habe, also ist jetzt entweder der Weg normales Saftfasten mit Gemüsensäften, Mineralstoff und so weiter, oder Wasserfasten. Und ich habe mich jetzt eigentlich fürs Wasserfasten entschieden. Nur die Sache ist, dass ich morgen 20 Kilo Orangen kriege, weil ich halt mich erst fürs Orangensaftfasten entschieden hatte. Deswegen würde ich jetzt weiterhin ungefähr 0 bis maximal 500, eher 300 Kalorien Orangensaft am Tag konsumieren, und dann, ja, dass das sozusagen Wasserfasten ist. Wenn man mehr als 300 Kalorien circa zu sich nimmt, dann geht der Körper nicht an die eigenen Reserven, habe ich von Difference is a Virtue gelernt gestern, beziehungsweise heute eigentlich. Empfehle ich das Video, er macht gerade halt auch ein Wasserfasten, ist jetzt bei Tag 5 müsste es sein. Tag 1 bis 4 hat er jetzt ein Video hochgeladen, das verlinke ich euch mal, kann ich euch empfehlen anzugucken, ist wirklich sehr interessant. Und ja, deswegen werde ich maximal so 300 Kalorien ungefähr aus Orangensaft jetzt konsumieren, vielleicht auch 500, weil ich wirklich nicht will, dass die Orangen mir schlecht werden. Und werde dann mal gucken und werde dann halt wirklich meinen Leistungssport momentan wirklich niederlegen. Ich werde normalen Sport halt machen, zur Unterstützung, auch um das Lymphsystem anzuregen, um Giftstoffe auszuleiten, um zu schwitzen. Hat Difference is a Virtue auch in seinem Video erwähnt, um über die Haut auszuleiten. Vielleicht mache ich dann auch diese Basenbäder direkt. Das soll sogar noch mächtiger sein, habe ich jetzt schon von vielen gehört. Ich habe ja selber auch schon ein Video drüber gemacht, aber ich habe es halt noch nicht ausprobiert. Das werde ich dann vielleicht mal machen. Sogar ziemlich wahrscheinlich, um einfach irgendwas zu haben, was man machen kann während eines Wasserfastens. Das erwähne ich vielleicht auch noch mal kurz. Also ich habe halt wirklich gemerkt, beziehungsweise die Erkenntnis gelangt, dass ich in der Vergangenheit schon ziemlich süchtig nach Nahrung war, dass ich halt diese Stimulation da gesucht habe. Und bei einem Wasserfasten merkt man halt wirklich, man hat so circa nichts mehr, was so einen extern stimuliert, also was einen nicht mehr so groß stimuliert, und man merkt ja schon die ganze Zeit nach Ersatzsüchten, zum Beispiel Internet oder sowas, dass man sich die ganze Zeit Videos anguckt oder im Facebook rumhängt. Deswegen habe ich jetzt auch schon ungefähr 5 oder 6 Tage mich von Facebook ausgeklinkt, will das auch noch eine Woche durchhalten, wobei ich gemerkt habe, dass YouTube immer noch genug Videos leider liefert, um mich da süchtig zu halten und dran zu halten. Da versuche ich auch gerade ein bisschen mehr von loszukommen. Also es hilft mir wirklich mental dabei, Süchte zu überwinden und mich mehr auf wichtige Dinge zu konzentrieren, mehr auf geistige Dinge und mehr auf kreative Dinge, also selber erschaffen, anstatt zu konsumieren. Das ist halt so diese spirituelle oder geistige Komponente des Fastens, des Saftfastens oder Wasserfastens auch. Je nachdem, in welchem Zustand man sich befindet, auch allgemein Rohkostfasten oder einfach nur kein Fleisch essen. Das ist für manche dann ja auch in deren Zustand ja auch schon Fasten und kann dann einen ähnlichen Effekt bewirken. Es muss halt nicht unbedingt Wasserfasten oder Saftfasten sein, obwohl ich Saftfasten immer gerne, ja, empfehle, in Anführungszeichen. So in der Form, wie ich es in meinem Video beschrieben habe, verlinke ich euch auch nochmal. Wie gesagt, kann ich mich halt da wirklich besser auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Das ist einfach so. Das fällt mir wirklich schwer, während ich esse, weil ich merke halt wirklich, dass das Essen mich auch stimuliert und mich gut fühlen lässt, und dann neige ich dazu, einfacher in, ja, sozusagen in eine Art Loch zu fallen, wo ich dann nur noch auf diese Stimulation aus bin. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einen Charakter habe oder eine Persönlichkeit habe, die sehr stark, nicht sehr stark, die sehr leicht
ja, in Süchte verfällt und sehr leicht abhängig wird. Also das passiert mir sehr schnell. Auch wenn ich zum Beispiel Sport mache, dass ich das dann so mache, dass ich davon abhängig werde. Und das kann auch vom Fasten passieren, dass man davon irgendwann abhängig wird, weil sich das halt so gut anfühlt. Nicht nur, weil sich das gut anfühlt, weil die Effekte halt auch wirklich so gut sind. Obwohl es letzten Endes wahrscheinlich wirklich nur darum geht, um die Gefühle geht letzten Endes, dass es in dieser Welt wirklich letzten Endes nur darum geht, sich gut zu fühlen letzten Endes, ohne halt Gefahr zu laufen, dass man irgendwie aus dieser Welt scheidet oder sowas, also sage ich mal so ausgedrückt. Aber letztendlich sind sowieso alles nur Gefühle sozusagen und man kann jetzt in diesem Moment auch schon komplett glücklich sein. Das wäre jetzt wieder was Buddhistisches. Ja, also das ist bei mir eigentlich, also eine Zufriedenheit ist bei mir komplett gegeben. Also ich müsste eigentlich gar nichts machen. Also ich muss nicht unbedingt fasten, ich muss nicht unbedingt essen, ich muss nicht unbedingt nicht essen. Mir ist das eigentlich alles komplett egal mittlerweile, aber das heißt trotzdem nicht, dass ich jetzt meine Ziele komplett aufgeben werde. Ich bin halt in dieser Realität, in dieser Dimension und versuche halt trotzdem Dinge voranzubringen, Dinge zu verbessern. Aber ich habe jetzt nicht mehr so den Druck oder Drang, das jetzt unbedingt machen zu müssen. Auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass es bei mir nicht funktioniert, wenn ich es nicht konsequent mache, wenn ich es denn mache. Konsequent heißt aber nicht maximal schnell, sondern dass ich halt gewissen Richtlinien halt trotzdem folge, wie zum Beispiel, dass ich beim Wasserfasten dann auch nur Wasser trinke oder beim Saftfasten dann auch nur Säfte trinke. Obwohl es jetzt auch nicht komplett schlimm wäre, wenn man doch zwischendurch was isst, dann kann man damit das, also es wäre schlimm, wenn man dann halt keinen Einlauf machen würde, weil dann würde es darin gären und rotten und würde einen wieder vergiften. Das ist der einzige Grund, warum deswegen dann ein Einlauf sinnvoll ist. Oder halt Flohsamenschalen mit viel Wasser trinken. Das wird diese Flohsamenschalen, wenn man einen Teelöffel nimmt, das wird dann, nimmt das 50-fache Volumen an, deswegen wirklich sehr viel Wasser trinken und putzt dann den Darm wieder durch und spült dann das, was man gegessen hat, dann auch wieder aus. Das ist nur deswegen sinnvoll, damit man nicht wieder rückvergiftet wird, weil das sonst im Darm drin bleiben würde die ganze Zeit und dann gären würde und damit Fäulnisstoffe entwickelt und dann wieder vergiften würde. Aber ich komme damit besser klar, wenn ich von vornherein so einen klaren Weg habe. Das ist für mich auch einfacher. Dann muss ich mich um nichts Gedanken machen, muss ich mir um nichts Gedanken machen, sondern weiß einfach, ich nehme das zu mir und fertig. Das ist für mich für so eine Phase zumindest einfacher. Ja, um das Video nicht zu lang werden zu lassen, mache ich jetzt auch hier erstmal Schluss. Also ich werde, ja, ich habe eigentlich schon alles erzählt mit dem Wasserfasten, dass ich das, ja, dass ich jetzt halt erstmal 20 auf 20 Kilo Orangen sitze sozusagen, das aber mit einem stärkeren Fasten verbinden werde, weil ich halt jetzt wirklich versuche, an die Grenzen zu gehen, weil ich halt auch gemerkt habe, mit den Saftfastenkuren, ich habe ja zwei, drei Stück gemacht, also der dritte Fasten war ja nicht Saft, sondern vorzugsweise Saft, aber halt auch gegessen und so weiter und Einläufe gemacht. Aber ich habe halt dadurch gemerkt, dass ich auch mit dem Leistungssport, dass ich irgendwann nicht mehr weitergekommen bin. Ich habe da wirklich so Grenzen gemerkt. Ich bin nicht weitergekommen, egal was ich gemacht habe. Ich habe mich einfach so gefühlt, als ob der Körper sich eingependelt hat und mit den Kalorien irgendwie klargekommen ist, obwohl ich halt da auch halt wieder viel Sport gemacht hatte, für mich Leistungs- bis Hochleistungssport. Und ich habe gemerkt, dass es da halt wirklich nicht weiterging. Ich dachte, wenn ich dann jetzt halt dann wieder eine normale Rohkostphase mache mit viel Essen, um mich da dann wieder auf von einer anderen Ebene sozusagen durchputze, dass ich halt durch die Ballaststoffe dann nochmal die ganzen nicht gebrauchten Darmbakterien mitnehmen. Also die Darmbakterien, die gut sind, die haften an der Darmwand, nimmt man mit dem Ballaststoff natürlich nicht mit durch. Sonst wird man ja tagtäglich die Darmbakterien mit Ballaststoffen ausspülen. Aber ich dachte, dass es halt nötig ist, erstmal einen Schritt zurückzugehen zur Rohkost und dann wieder einen Schritt vorzugehen. Das war nicht richtig. Wusste ich vorher nicht, musste ich ausprobieren. Dadurch habe ich die Erkenntnis erst gelangt. Das gehört halt zum Weg dazu. Ich muss mal kurz niesen. 500 km/h bestimmt. Ich schneide das einfach mal nicht raus aus Spaß. Und ja, jetzt habe ich für mich erkannt oder resoniert es mit mir stark, dass da halt ein Wasserfasten jetzt doch sinnvoll ist, um halt wirklich an die körperlichen Reserven zu gehen, Schritt weiter zu gehen. Und das ist jetzt, glaube ich, das. Ich freue mich wirklich richtig darauf. Und ich werde jetzt auch dann wieder regelmäßig berichten,
weil ich ja noch nicht über Wasserfassen berichtet habe, weil ich es noch nicht gemacht habe. Und das dürfte viele, glaube ich, interessieren, wie ein Wasserfasten aussieht, auch von den Gefühlen her. Von der Leistung werde ich euch gleich sagen, mindestens ein Drittel der Leistung wird abfallen. Ich werde meinen Leistungssport halt wirklich nicht machen. Ich werde ganz normal Sport machen. Ich werde aber auch nicht die ganze Zeit nur rumliegen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Und wenn es zur Not noch Wandern ist, was ich kann, ich werde immer mich bewegen, weil ich Bewegung wichtig finde. Ich finde, Bewegung wirklich ist eine Grundlage des Lebens. Und Bewegung geht eigentlich immer. Ja, besonders die Highcarber oder manche Highcarber, ich möchte es natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber manche Highcarber werden das natürlich als, was heißt natürlich, oder werden es vielleicht als, sehen, dass man sich kaputt macht oder so, aber vielleicht guckt euch dann einfach die Videos an und bildet eure eigene Meinung. Ich sag auch nicht, dass ich jetzt absolut die Wahrheit weiß. Ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren, ohne Angst davor zu haben, als würde ich mich kaputt machen. Also ich glaube nicht mehr daran, dass das anders kaputt macht. Ja, müsst ihr im Endeffekt selber wissen. Also mir hat das Wasserfasten extrem geholfen. Ich glaube auch daran, dass mir das Wasserfasten ziemlich hilft, wenn wir jetzt einfach gucken. Okay, bevor das zu lang wird, sage ich ciao und bis dann.